Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute gemeinsam Kindergottesdienst feiern. Es gibt ja zum Glück ein paar Lockerungen, deswegen dürfen der Johannes und ich heute wieder zusammen mit euch den Kindergottesdienst feiern. Und wir möchten gemeinsam mit euch starten. Dazu stehen wir auf und feiern unseren Kindergottesdienst gemeinsam zusammen im Namen Gottes des Vaters, der uns beschützt wie ein Haus, der unsere Füße auf festen Boden stellt und uns mit seiner Liebe umgibt. Amen. Johannes, was machen wir heute eigentlich? Also, heute basteln wir wie jedes Mal wieder und wir hören eine schöne Geschichte. Super, das klingt schon mal gut, aber um was geht's in der Geschichte? Kannst du dazu schon was sagen? Ja, also eigentlich wäre heute säßen wir mit dem Kindergottesdienst gar nicht hier, weil heute wäre Maibaum aufstellen. Stimmt. Und dann wären wir da. Stimmt. Aber mit den Beschränkungen geht das jetzt ja nicht. Auch nicht mehr das um den Maibaum herumtanzen. Darum geht es dann auch in der Geschichte, um was man herumtanzt. Aber vorher möchten wir noch gemeinsam die Kerze entzünden und ein Gebet sprechen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, da ist Licht. Es breitet sich aus, es wärmt uns. So ist Gottes Liebe mitten unter uns. Amen. Amen. Wir falten alle gemeinsam unsere Hände und sprechen zusammen. Wo ich gehe, bist du, lieber Gott, bei mir. Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier. Amen. Heute ist auch endlich wieder mal ein Kindergottesdienst, in dem gesungen wird. Wir singen zusammen, er hält die ganze Welt. Unsere Geschichte. Dazu brauchen wir etwas Knete. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne zu Hause nachkneten. Die Israeliten waren auf der Flucht aus Ägypten. Gott hatte sie vor der Armee des Pharaos gerettet. Jetzt wanderten sie durch die Wüste. Nach vielen Wochen kamen sie an den Berg Sinai. Dort donnerte und blitzte es. Der ganze Berg bebte und rauchte. Und über dem Berg schwebte die Wolke Gottes. Da erschrak das Volk Israel und wagte sich nicht an den Berg heran. Mose aber stieg alleine auf den Berg. Dort redete er mit Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe euch aus Ägypten aus der Sklaverei geführt. Nun gehört ihr zu mir. Darum sollt ihr meine Gebote halten. Und Gott gab Mose die 10 Gebote. Das Volk aber unten am Berg wartete ungeduldig darauf, dass Mose zurückkam. Doch Mose kam nicht zurück. Tag um Tag verging, aber von Mose war nichts zu sehen. Da wurde das Volk unruhig. Wer weiß, vielleicht ist oben ein Unglück geschehen. Vielleicht ist Mose sogar tot. Und sie fragten einander bekümmert, wer wird uns nun in das Land Kanaan führen? Aber wollte Gott nicht selbst sein Volk dorthin führen? Ach was! Wir können Gott ja nicht sehen. Die anderen Völker haben es da viel besser als wir. Die haben Standbilder von ihren Göttern. Die können sie immer sehen.
Wir wollen auch so ein Standbild haben. Das wollen wir auf dem Weg vor uns hertragen. Dann kann uns kein Unglück geschehen. So gingen sie zu Aaron, bedrängten ihn und baten: Auf, Aaron, mach uns ein Standbild von Gott. Das soll vor uns hergehen und uns führen. Da wagte Aaron nicht zu widersprechen. Gut, ich mache mit. Gebt eure goldenen Ohrringe her. Da rissen sie sich die Ohrringe von den Ohren und warfen sie Aaron vor die Füße. Der aber nahm die Ringe, schmolz sie im Feuer und goss daraus ein goldenes Kalb. Das stellte er vor dem Volk auf. Seht, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie feierten zusammen ein lautes, wildes Fest. Sie schlachteten Tiere, aßen und tranken sich voll, lachten und lärmten und tanzten wie toll um das Kalb, sodass der Lärm zum Berg hinaufschallte. Da kam Mose vom Berg herab. In seinen Händen hielt er zwei steinerne Tafeln. Auf ihnen standen Gottes Gebote geschrieben. Als Mose das goldene Kalb und die betrunkenen Leute sah, ergriff ihn heiliger Zorn. Er nahm die Tafeln, zerschmetterte sie am Fels und eilte den Berg hinab. Er lief durch die johlende Menge geradewegs auf das Kalb zu, stieß es um und warf es ins Feuer. Da wurde es auf einmal ganz still in der Menge. Alle standen wie erstarrt. Plötzlich begriffen sie, was sie getan hatten. Am nächsten Morgen aber stieg Mose noch einmal alleine auf den Berg und sprach mit Gott. Ach Herr, dieses Volk hat ein großes Unrecht getan. Vergib ihm doch diese Sünde. Denk daran, was du einst Abraham, Isaak und Jakob versprochen hast. Es ist ja dein Volk. Sei ihm gnädig und verlasse es nicht. Da hörte Gott auf Mose. Er vergab seinem Volk die Schuld. Und er befahl Mose: Schreib noch einmal alle Gebote auf steinerne Tafel und verwahre sie in einer Truhe. Die Truhe, die Bundeslade, die sollte von den Israeliten herziehen. Die Israeliten sollten dem guten Wille Gottes folgen. Was hat jetzt unsere Geschichte eigentlich mit dem Maibaum aufstellen zu tun? Es geht darum, dass wir uns darüber Gedanken machen, was das Richtige ist. Dass wir um das Richtige herumtanzen. Dafür steht der Maibaum, weil er zeigt in den Himmel, er zeigt zu Gott. Und genaueres könnt ihr auch heute noch um 13 Uhr auf Facebook mitbekommen. Da werden der Pfarrer und auch der Martin live auf Facebook sein und ihr könnt gemeinsam mit euren Eltern euch das auch anschauen. Dazu gibt es dann bestimmt auch noch ein YouTube-Video. Und jetzt basteln wir was zusammen.